Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Community Day, habt ein bisschen was abgefarmt und ein paar Shinies erhalten. Und ich habe mir einfach mal überlegt, komm, wir nehmen ein Team, das zerstört Serpy Royal definitiv. Und ich würde sagen, let's go. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe nämlich von der Bewertung her ein Top 13 Shiny gehabt für die Superliga und das war echt cool. Ich habe mich gefreut, ich habe das Ding entwickelt. Ich dachte mir so, ja geil, ich werde das Shiny nehmen, perfekt. Super Bewertung, top, hat mich mega gefreut und dann, bam, was passiert, seht ihr jetzt. Ah, ich habe mich so geärgert. Aber, ah, du kommst sogar hier rein. Das heißt, ich kann einen Schattenknochen raushauen und theoretisch einfach rüber wechseln und da die ganze Energie wegtanken. Das sollte doch wohl kein Thema sein, ne? So, jetzt gehen wir hier. Okay, wir gehen doch nicht rüber. Ich glaube, dass ich dann in Vulnona... Naja, nee. Ich hätte direkt rüber gehen müssen und nicht den Mist machen sollen. Aber es ist nicht schlimm, als ich dann später meine ganze Sammlung nochmal durchgegangen bin, habe ich festgestellt, dass ich einen Rang 5er für die Superliga habe. Von daher fand ich das jetzt nicht so tragisch. Und dann werde ich einfach das nehmen. Ich wollte es eigentlich in dem Video heute machen, aber ich habe gesehen und habe mir gedacht, weißt du was, ich gebe jetzt keine 80.000 aus für ein Pokémon, das ich dann vielleicht nur ein-, zweimal zocke. Also spare ich mir einfach den Sternstaub, den ich mir hier hart erarbeitet habe. So, du hast jetzt mittlerweile, glaube ich, 3 Charme, ne? Ja, das gefällt mir gar nicht, ne? Wie spiele ich dann jetzt am besten gegen dich? Und du schildest nicht mal, weil du vielleicht gedacht hast... Ah, jawohl. Ich schaffe wenigstens nochmal eine Attacke. Wird dir das ein Schild wert sein? Oder nicht? Oder nicht? Okay, wo gehe ich denn am besten rein? Komm, ich gehe hier rüber. Was soll ich anderes machen? So. Hier wird wahrscheinlich ein Psychoschock auf mich zukommen, ne? Ich glaube, den kann ich auch erstmal getrost durchlassen. Ja. Und du wechselst nochmal. Aha, ja, uncool. Da hätte ich gerne meinen Charme Vulnona gehabt und nicht das mit Pulverschnee, glaube ich. Das ist natürlich da nicht so gut, denn ich habe ausnahmsweise mal Pulverschnee hinten drin, weil ich mir dachte, es ist vielleicht nützlich, wenn ich hinten ein bisschen spammy bin. Aber ich glaube, dass ich höchstwahrscheinlich mit Charme besser fahren würde. Ja, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Ich kann hier auch, ja, ich gehe einfach direkt auf die Attacken drauf. Was bringt mir das, wenn ich jetzt hier auf Psyschock oder so auflade? Denn ich glaube nicht, dass ich hier ein Schild zu erwarten habe. Werde ich den ersten Kampf hier direkt verlieren? Ey Leute, ich habe das Team noch aufgebaut, um ein bisschen Serpy Royal zu ärgern. Warum kommt das Teil nicht? Ja, du hast noch ein Schild und das können wir eigentlich noch sein lassen. Ich schaffe keine 2 Meteorologen, bevor du einen schaffst. Du bist nämlich kurz vor deinem nächsten Angriff gewesen und da würde sich das natürlich überhaupt nicht lohnen, einfach hier Zeit zu verschwenden. Von dir, von mir, von euch, von irgendwen. Ich bin, glaube ich, doch, ich bin ein echter Fan von diesen YouTube-Shorts, das macht echt Bock. Ich konnte meine Zusammenfassung für den C-Day so schnell machen und hochladen und ja, war cool. Das hat mir mega gefallen. Oh, okay. Aha. 1, 2, 3, 4. Geht er direkt auf ein Erdbeben? Ah, jetzt muss ich schilden. Ich hätte gerne ein Erdbeben auf Grefeldes abgefangen, wenn ich ehrlich bin, aber ich dödel. War, glaube ich, zu dumm und habe meine Attacken mitgezählt. 1, 2, 3. So, ich werde keinen Feuersturm drücken. Denn, ja, das macht massiven Schaden, das ist mir bewusst, aber ich rechne hier mit einem Köder, mit einem Schild. So, jetzt drücke ich noch ein. Dann werde ich eine Sofortattacke machen und dann rüber wechseln und ich hoffe, dass ich dann das Erdbeben abfangen kann. Aber auch Steinhagel machen nicht so viel. Kein Erdbeben abgefangen, jetzt kommen mir gleich 2 Steinhagel hintereinander. Back-to-back Steinhagel, das soll mich aber nicht stören, wenn ich ehrlich bin. Guckt euch das an, das macht nicht viel. Hätte ich von Anfang an mitgezählt, hätte ich auch gewusst, wann er seine Attacken hat.
So, ich setze ihn nämlich hier unter Druck. Wenn er jetzt nicht schildert, kann ich den runterfahren. Ein Steinhagel wird er noch schaffen. Und ja, perfekt, er schildert. Ja, cool, ich werde hier nicht schilden. So, du kannst jetzt hier auch gerne Back-to-Back-Steinhagel haben, was du auf jeden Fall jetzt am Start hast. Das soll mich aber trotzdem nicht stören. Ja, mach mal. Ja. Möchte ich schildlos hier rausgehen? Ja, ich glaube schon. Denn die Wechseluhr ist fast um und ich kann dich hier rausnehmen. Und da muss ich gucken, was du noch so am Start hast. War vielleicht doof, aber meine anderen beiden Pokémon sind. Oh, ich habe ein ganzes Team, das by the way schwach ist. Aha. Okay. Mein ganzes Team hat eine Schwäche gegen Gestein, fällt mir mal gerade auf. Was baue ich denn die letzten Tage für Teams? Ey, gestern hat mich Feuer übel auseinandergenommen, heute ist Gestein am Start. So. Ich möchte, glaube ich, hier rein und dich dazu zwingen, Energie auszugeben, weil nur die Psychokinese bringt dir hier was. So, die hast du auch. Du hast aber. So, jetzt kann ich mir das aufsparen und ja, perfekt. Oder? Vielleicht auch nicht perfekt. Wie viel macht denn jetzt hier ein Dings? Nimmt mich die Rückkehr schon raus? Wenn ich das überlebe mit minimal HP, wäre optimal. Oh, bitte, bitte. Ich schaff. Nein, der Zauberschein war da. Oh, ich habe ihn auch eingelocht. Okay. Fast gechoked. Jetzt hat Meditalis noch eine Attacke, die es einsetzen kann. Aber ich bin kurz vor einem Schattenknochen. Von daher solltest du auch keine Attacke mehr schaffen. Und bam. Lass mich hier alles treffen und theoretisch reicht das aus, um dich rauszunehmen, ne? Und das war dann ein GG. Dann bin ich doch ganz froh, dass ich mir Knogger noch aufgehoben habe. Ja, sauber. Ich habe gerade echt gedacht, ich habe gechoked und den Meteorologen eingelocht. Das wäre nicht so schön. Ich habe auch ein bisschen spät reagiert und bin mit Knogger rausgewechselt. Ich hätte schon viel früher gucken müssen, als ich die Icons gesehen habe, dass dann Zubiris kommt, dass ich raus muss. Aber es ist ja trotzdem noch gut gegangen, ne? Von daher mache ich mir auch gar keinen Stress hier. Das passt schon irgendwo, würde ich behaupten. Und. Ah, geil. Schöne Führung, die nehme ich auf jeden Fall. Mal gucken, was du noch so hast. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eine Psychokinese hast du am Start. Respektierst du hier meine Attacken? Ich hätte ja auch schon easy einen Spukball haben können, da sind wir mal ehrlich. Okay, dann werde ich gleich auch deine Psychokinese fressen. Falls du eine hast, nehme ich die. Und wenn das eine von den anderen beiden Ladeattacken ist, ja, dann GG. Ja, gib mir die ruhig. Sieht trotzdem besser aus für mich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt gehe ich hier rüber. Ja, ist der gleiche Move wie vorhin. Er hat jetzt übel viel Energie. Ich hätte vielleicht noch mal ein Schild ziehen können. Aber ich wollte mir die Energie noch ein bisschen aufheben. Denn er braucht hier drei Attacken. Ne? Seine Sofortattacken werden nichts anrichten bei mir. Von daher kann ich hier schon gut Druck aufbauen. Denn wenn ich gleich einmal schilde, wird er später in der La oder wird er dazu gezwungen sein, auch zu schilden. Denn ich baue schon Druck auf, ne? Ich baue hier wirklich Druck auf. So, du hast auch gut mitgezählt. Wenn ich den Gleichstand verliere, was ich wahrscheinlich tun werde, weil Griffeldis mega defensiv ist und nicht für seinen hohen Angriff bekannt ist. Ah, okay, du holst nochmal zu einer Sofortattacke aus. Ja, sauber. Okay, ich glaube. Ah, ich habe leider keinen Überblick über deine Energie, ne? Wenn ich ehrlich bin. Das Meditalis macht mir theoretisch keine Probleme mehr. Ich habe auch leider nicht mehr zu einer Attacke ausgeholt. Boah, jetzt hätte ich gerne Knochenkeule drüben. Das wäre echt schmackhaft. Ich setze hier mal direkt ein und bin mal gespannt, wofür du dich entscheidest. Wenn du dich hier drauf gehen lässt, kann vielleicht wohl nur noch sweepen. Denn ja. Oh. Was hast denn du noch? Weil Meditalis macht nichts mehr. Aha. Ja, okay, das sieht dann doch gar nicht mal so schlecht für dich aus. Ah, hätte ich jetzt mal Charm gehabt. Hätte ich doch nur Charm gehabt. Ach, come on, ey. So, das ist jetzt das zweite Matchup, wo ich gerne Charm gehabt hätte. Aber du hast wenigstens keine Sofortattacke durchgekriegt. Das wäre jetzt hier echt ärgerlich gewesen.
Okay. Ich muss aufpassen, dass du nicht rauswechselst. Und du kannst mich gleich runterfarmen, ne? Du farmst mich gleich eiskalt runter und setzt dann nicht effektiven Kreuzhieb gegen meinen Knocker. Ey, jetzt mal ohne Mist. Charm wäre hier viel besser. Charm wäre um Längen besser. Ja, oder? Oh nein. Ah, hat er gut gemacht. GG, hast du wirklich gut gemacht. Habe ich hier zufällig eine Attacke? Ich kann nicht mal rüber. Ich habe 12 Mal gedrückt. Nimmt mich ein Kreuzhieb raus? Ja, selbstverständlich. Der ist zwar nicht effektiv, aber komm an, du bist Krypto-Macho. Oh, er hat sogar einen Steinhagel. Ich habe übel gechoked. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass er rauswechselt. GG, hast du gut gemacht. Den Sieg hast du dir auf jeden Fall verdient. Crazy, ja. Ah, ich hätte so unglaublich gerne Charm gehabt in dieser Situation. Auch in dem Matchup davor hätte ich gerne Charm gehabt. Denn ich glaube, dass Charm hinten finde ich besser als Pulverschnee, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe es nämlich noch nie mit Pulverschnee gespielt. Eins. Zwei. Drei. Jetzt hast du irgendeinen Schlag. So, du hast ausgeholt. Potenziell hast du einen Spukball. Soll ich nach dieser Attacke rüber wechseln? Nein, ich bleibe drin. Ich hätte, boah, wenn das jetzt, ich muss schilden, ne? Wenn das jetzt ein Spukball wäre, hätte ich den auf Griffeldes so lecker abfangen können, ne? Oh, okay. Den hätte ich nicht lecker abgefangen. Macho kommt rein. Mutig, mutig, ne? Das ist sehr interessant von dir, würde ich mal behaupten. Und schon wieder hätte ich gerne Charme gehabt. So. Köderst du oder köderst du nicht? Ich, na, ist mir egal. Ja. Kannst auch gerne nicht ködern. Das soll schon passen. Oh, ich hätte so gern Charme, ne, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, alles klar, jetzt kommt die Attacke. Und der Kreuzhieb ist neutral. Der trifft mich hart. Jetzt muss ich mitzählen. So, du hast wenigstens keine Attacke rausgekriegt. Dein Hypno ist fast tot. Braucht noch eine Sofortattacke, bis es eine Ladeattacke schafft. Und du lässt dich hier drauf gehen. Und warum? Weil dein letztes Pokémon das ist. Okay. Dann sieht es vielleicht nicht schlecht aus. Hoffentlich spielst du ohne Feuersturm. Ich muss schauen, dass Hypno. Ja, Hypno wird eine Attacke. Okay. Interessant. So, ich habe Back-to-Back. Ja, komm gerne mit Hypno rein. Ich werde hier auch zweimal meine Attacke einsetzen. Denn ich bin ehrlich mit dir. Ja, das ist kein Abfang, Brudi. Echt nicht. Wirklich nicht. Dein Donnerschlag hätte wesentlich mehr gemacht als dein Spukball. Von daher bin ich froh, dass du da drauf gehst. Ich kann jetzt ganz entspannt zur noch eine Attacke aufladen und das war's dann gleich schon. Theoretisch würde ich mal behaupten. So, jetzt kommt meine Attacke. Ja, drück mir erst den Spukball. Ich glaube, dass ich sogar danach einfach rüber wechsle. Oder? Bleibe ich einfach hier drin. Ach komm, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haue ich jetzt erstmal die Attacke raus. Ich bin sehr defensiv, das ist mir bewusst, aber das macht trotzdem massiven Schaden und ich glaube, ich kann nicht runterfahren, ne? Jo, und tschüss. Ja, sauber. Habe ich euch schon gesagt, dass ich gerne Charme gehabt hätte? Ich hätte so gern Charme gehabt, ne? Mein Gott. Okay, auf in den nächsten. Okay. Ja. Das Team ist irgendwie lustig. Aber diese Dreifach-Gesteinsschwäche ist schon hart. Das nehmen wir doch mal mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, du haust jetzt hier irgendeine nicht effektive Attacke raus, um dann rauszuwechseln, denn du hast, ich hätte schilden müssen, du hast hinten noch Bolteros und, wie heißen die zwei? Bolteros und der andere da. Flunschlick. Und sobald ich irgendwo rübergehe, wenn ich jetzt in Griffeldes gehe,
Oder in mein anderes Pokémon. Verteidigung. Ich hab gedrückt, habt ihr gesehen? Ich hab auf Grefeldes gedrückt, aber ich habe leider noch eine Attacke, zu einer Attacke ausgeholt. Uncool. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt setze ich hier nochmal ein, denn jetzt kann mich dein Boltoros schon runterfahren, bevor ich noch eine Attacke schaffe. Und da ist die Flora-Statue, gib mal her. Diesmal habe ich aufgepasst und nicht nochmal ausgeholt. Gib mir mal ruhig eine nicht effektive Flora-Statue und komm mit deinem Boltoros raus. Oh, Landturm. Ah. Okay. Aber finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich bin mal gespannt, wie viel ein Donnerblitz macht. Sollen wir das Ding durchlassen oder sollen wir schilden? Was meint ihr? Was meint ihr? Und ich glaube, leider werde ich nicht mit Volnona sweepen können hiergegen. Hier wäre schon wieder Charme gut, weil Pulverschnee und Meteorologe sind einfach eiskalt nicht effektiv. Ich muss jetzt hier rein, weil ich hier kurz vorm Schattenknochen bin, um hier ein bisschen Schaden rauszuhauen. Ich habe noch ein Schild und ein schickes Volnona, ne? Was kann man denn damit reißen? Das hier sah tatsächlich nicht so schlecht aus. Und ich schaffe theoretisch noch einen, wenn du nicht einsetzt. Und ich bin ganz froh darüber, dass du deine Energie hier loswerden möchtest. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt farm ich dich runter, bis du noch was schaffst. Und du musst wahrscheinlich rauswechseln. Oh, never mind. Aber Bisasflor hat keine Energie mehr. Ich muss nur später gucken, dass er nicht rauswechselt, um eine Attacke abzufangen. Jetzt wirst du aber irgendwo rausgehen. So, was ist hier der Play? Zweimal Meteorologe? Oder einmal Zauberschein? Ich glaube, dass zwei Meteorologen mehr machen werden. Und kann ich einen Body Slam gut wegstecken? So, du bist jetzt bei drei gewesen? Bei drei oder vier? Und ich meine, wenn ich dich hier rauskriege, ist auch später die Wechseluhr noch nicht so weit am Start. Du schaffst auch nur eine Attacke, glaube ich, ne? In Kombination mit wie vielen Konter nimmst du mich raus? Du brauchst, glaube ich, danach noch vier oder so, bis du mich rausnimmst, ne? Ah, never mind. Du schaffst hier nichts mehr. Ich habe eine Attacke ready. Wenn Bisasflor kommt, werde ich einsetzen. Oder kann ich Bisasflor runterfahren? Bisasflor war bei null Energie. Landturm aber auch. Oh, ich muss hier einsetzen. Du machst mir zu viel Schaden mit deinen Sofortattacken. Ich habe ja gar nicht mehr im Blick gehabt, wie viel Leben du noch hast. So, hoffentlich kann ich dich drüben runterfarmen. Sollte aber klappen, ne? Oh, ich habe sogar hier. Okay. Okay. Ich glaube, dass diesmal Pulverschnee gar nicht so schlecht war. Mit Charme hätte ich das hier, glaube ich, nicht so schön geregelt. Weil dann wäre ich gegen Bisasflor gestorben, weil ich keine Ladeattacke geschafft hätte. Und ich weiß nicht mal, ob ich das Matchup gegen, sagt mal schnell, Mundtier gewonnen habe. Alles klar. In vier Matches würde ich behaupten, war Charm besser und in dem letzten hier gefiel mir Pulverschnee ganz gut. Ah, okay. Interessant. Vielleicht muss ich mich damit einfach noch einspielen oder ein vernünftiges Team finden, wo ich das mit kombinieren kann. Da muss ich mal gucken, was ich da so am besten einbaue. Oder in welches Team ich das am besten einbaue, sagen wir mal so. Aber an sich gar nicht schlecht. Das Set hat mir Spaß gemacht. War schon ganz witzig. Alles klar, passt doch. So, jetzt geht's langsam wieder bergauf, ganz langsam, nachdem ich übel viel Punkte verloren habe. Alles klar, Leute, es hat mich gefreut, dass ihr am Start wart. Wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ja? Haut rein und ciao.